Ich finde ja, dass Flusskreuzfahrten eine unglaublich interessante und entspannende Art des Entdeckens und des Reisens sind. Deswegen vergleiche ich heute aus eigener Erfahrung zwei der bekanntesten Veranstalter, Arosa und Phoenixreisen. Ich hoffe, dass es ein sehr interessantes Video für euch wird. Viel Spaß! Im Sommer war ich bereits eine Woche auf der Arosa Luna in Frankreich auf der Rhone unterwegs und in Köln habe ich die etwas größere Arosa Brava besichtigt. Und mit Phoenixreisen bin ich schon 2 Tage auf der brandneuen MS Azara mitgereist und habe 3 weitere 4- und 5-Sterne-Schiffe auf dem Rhein von Phoenixreisen besichtigt. Ich kann euch also schon gut über die Unterschiede berichten. Während Arosa seine bisher 11 Schiffe selber gebaut hat und sie alle unter dem gleichen 4-Sterne-Standard vermarktet, ist Phoenixreisen nur der Veranstalter von 36 Flussschiffen. Einige davon sind schon etwas älter, andere aber auch moderne Neubauten. Aufgrund dessen vermarkten sie die Schiffe unter verschiedenen Standards von 4 bis 5 Sternen. So sollte für jeden etwas dabei sein. Trotzdem sollte auch Arosa einem weiten Spektrum an Ansprüchen gerecht werden. Vom Design könnten die Phoenix-Schiffe untereinander und im Vergleich zu Arosa fast nicht unterschiedlicher sein. Arosa unterscheidet sich vor allem durch die orange-rote Farbwahl. Phoenixreisen bietet mit altmodischer, luxuriöser bis hin zu moderner Einrichtung große Unterschiede. Nur die Sonnendecks sind oft sehr ähnlich, aber anders als auf den Arosa-Schiffen. Während bei Phoenixreisen auf ein dunkleres, meiner Meinung nach eintöniges Design gesetzt wird, ist es an Deck von Arosa relativ hell und rustikal. Auf einigen Arosa-Schiffen gibt es sogar einen Swimmingpool, bei Phoenixreisen aber zumindest meistens einen Whirlpool. Wen diese Farben also zumindest nicht stören, sollte sich designtechnisch auf Arosa auf jeden Fall wohlfühlen. Bei Phoenixreisen muss man natürlich von Schiff zu Schiff differenzieren. Schaut euch dazu doch einfach mal meine Rundgänge und Kabinenvideos auf den einzelnen Flussschiffen an. Alles natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Aber das Design ist natürlich nicht alles, deswegen kommen wir jetzt zu Punkt 3. Dem Service. Auf meiner einwöchigen Arosa-Reise habe ich eine zum allergrößten Teil wirklich freundliche Crew erlebt. Die Reiseleitung war sehr motiviert und hat einem täglich die Reise verschönert. Die Mitarbeiter auf der 4,5 Sterne Azara waren verglichen etwas weniger aufdringlich und trotzdem immer zur Stelle. Auf den Besichtigungen habe ich diesbezüglich so weit wie möglich, aber auch leichte Abweichungen in beide Richtungen erlebt, was einfach mit dem Standard der einzelnen Schiffe zu tun hat. Wer es sehr herzlich und locker mag, ist bei Arosa definitiv richtig. Ein freundlicher und zurückhaltender Service, trotzdem mit etwas mehr Durchsagen, erwartet einen nach meinen Erfahrungen bei Phoenixreisen. Durchs letzte Bild Hunger gekriegt? Weiter geht's mit dem Essen der beiden Veranstalter. Arosa bietet zu allen 3 Mahlzeiten ein ausgesprochen leckeres und abwechslungsreiches Buffet an, während Phoenixreisen außer beim Frühstück auf ein stilvolles und zumindest auf der Azara leckeres Dinner setzt. Auch die Superqualität des Frühstücks würde ich bei beiden Reedereien auf dem gleichen Level bewerten. Im letzten Punkt erzähle ich euch über die Unterhaltung und die Aktivitäten an Bord. Mit dem Spa liegt Arosa ganz klar vorne, da er schlichtweg größer ist, immer einen Fitnessbereich bietet und oft nicht halb unter Wasser ist, sodass ein eigener Außenbereich möglich ist. Wenigstens haben die Phoenix-Schiffe meistens überhaupt einen Spa, im Gegensatz zu einigen anderen Flusskreuzfahrtschiffen. Aber in Sachen Unterhaltung liegt Phoenixreisen wieder etwas weiter vorne, da dort manchmal auch etwas aufwendiger unterhalten wird, anstatt meist nur Musik und Quizzen. Trotzdem ist hier die Musik durch Liederwünsche und Landestypisches immer für alle passend. Wer viel Wert auf Baden und Wellness legt, wird auf der Arosa wahrscheinlich glücklicher. Wem ein elegantes Design oder zum Tisch gebrachtes Essen besser gefällt, fühlt sich auf einem Phoenix-Schiff vielleicht wohler. Ich kann nur sagen, dass mir beide Reedereien wirklich sehr gefallen und sie mich zur positiven Meinung gegenüber Flusskreuzfahrten verleitet haben. Ob sie besser als andere Veranstalter sind, kann ich aus eigener Erfahrung nicht sagen. Ich hoffe nur, dass ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte und würde mich sehr über ein Feedback freuen. Am Freitag zeige ich euch dann das letzte Flussschiff der Reise, die MS Aurelia. Vielen Dank für euer freundliches Zusehen. Bis dahin, tschüss.